Willkommen, schön, dass Sie noch oder wieder dabei sind, das Handy eingeschaltet haben, das Tablet, was auch immer, hinter den Kulissen, online, Zusatzteil. Und da haben wir jetzt noch gemütlich Zeit, uns ein paar Sachen anzuschauen mit der Katharina Jakob. Ja, du bist politisch engagiert und ich habe auch mal mitbekommen, du hast auch Lösungen in manchen Bereichen. Zum Beispiel hast du mal in Düren Theater gespielt und auf dem Weg vom Hotel irgendwie zum Theater wurdest du dann auch so ein bisschen angemacht von ein paar jungen, netten Herren. Also ich muss sagen, Tournee, Theater fahren, das bedeutet, man ist jeden Tag in einer anderen Stadt, jeden Tag in einem anderen Hotel, jeden Tag in einem anderen Theater. Und ich mache das ja jetzt seit 40 Jahren und ich habe festgestellt, wie doch Deutschland sich sehr verändert hat. Und Düren ist natürlich jetzt eine Stadt, da waren wir, als wir dort eingefahren sind, eigentlich der Ausländeranteil. Das heißt, die ganze Stadt ist eigentlich türkisch. Und in dem Hotel war eine Ghanaisin an der Theke und ich habe dann gesagt, ich möchte ins Theater laufen. Und dann sagte sie, machen Sie das ja nicht, ab 19 Uhr haben Sie hier eigentlich als Frau, dürfen Sie nicht auf der Straße sein. Dann habe ich gesagt, naja, jetzt erst recht. Jetzt wird es spannend. Und da musste man durch so eine Unterführung durch und dann standen da auch drei junge Herren. Und der eine sagte gleich, was machst du hier und so. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt zur Arbeit. Ja, aber das ist nicht gut abends um 19 Uhr und das macht man nicht und als Frau schon gleich gar nicht. Dann habe ich gesagt, Jüngerchen, pass mal auf. Und bevor du mich jetzt hier anmachst, kannst du mich, alte Mutter, mal zu meiner Arbeitsstätte begleiten. Und dann siehst du mal, was ich arbeite. Ja, was bist du denn? Ich sage, Schauspielerin. Ach nee, war wieso? Ich sage, warst du schon mal im Theater? Nee. Ich sage, dann kommst du jetzt mit. So, dann habe ich die drei da reingesetzt in das Stück, was übrigens sehr lustig war. Es war also eine super Komödie. Und die sind mitgegangen wie Schmitz Katze. Und dann war die Vorstellung zu Ende. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt, plötzlich sieht er mich. Ah, jetzt müssen Sie mitkommen und so, meine Mama und so. Der hatte offensichtlich schon alles organisiert. Und die ganze Truppe wurde dann eingeladen zur Mama zum Essen. Und da kam aber, ich glaube, 200 Familienangehörige oder was. Also es ging bis morgens um drei. Super Essen, super Stimmung. Wir haben uns richtig gut verstanden. Und dann am nächsten Morgen haben die uns auch echt verabschiedet und wenn ihr wiederkommt und unbedingt und so. Es war also richtig nett und dann haben wir eben auch darüber gesprochen, warum sie das überhaupt machen. Und sie konnten es aber nicht so wirklich erklären. Was mich dann auch wieder so interessiert hat, ich meine, die sagen auch, wir haben kaum eine Perspektive und in Salzuflen war es dann noch schlimmer. Also das ist schon, das gibt schon ein paar Brennpunkte. Aber eine richtig gute Lösung war doch dann ganz offensichtlich einfach mal der Dialog. Ja, der Dialog, die Kommunikation. Reden, ich sagen, finde okay. Halt die Kommunikation wahnsinnig wichtig. Also ich meine, ich habe mich mal, ich weiß gar nicht mehr, ist eine super Lösung. Also wann und wo auch immer mal auf Arbeit oder sonst wo angemacht werdet, nachts sagst du, komm, Jungchen, geh mal mit, begleiten mal hier den alten Vater hier zur Arbeit und Guck mal, was ich mache. Ich finde, es ist eine Kommunikation. Ja. Und ich habe ihnen auch gesagt, als sie mich da so anmachten, ich sagte, ihr habt doch bestimmt Mütter. Ja, klar. Und da habe ich gesagt, na, würdet ihr wollen, dass jemand so mit eurer Mutter redet? Nein, natürlich nicht. Ich sage, also warum tut ihr es dann? Ja, also man muss es ihnen klar machen. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Aber es geht ja mit Deutschen auch so. Also so ist es nicht. Ja, genau.